Und damit herzlich willkommen zurück hier bei mir im X4-Universum. Ich bin der Shitwagger und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich glaube, ich muss ihm noch den Befehl geben. Kann ich helfen? Führe Befehle weiter aus. So, dann setzt er sich nämlich auch in Bewegung. Ich bleib noch ein bisschen an Bord. Haben wir genug bei den Xenon aufgeräumt und haben sogar eine Kargstation dem Erdboden gleich gemacht. Also eine richtige Kargstation, nicht so eine kleine Installation, sondern so eine richtig ausgewachsene. Mit Verteidigungsmodulen allen drum und dran. Die sich hier allerdings nicht so bemerkbar gemacht haben. Na, hier bei den Xenon und den Teladi. Genau, hier wollten sie eine neue hochziehen, habe ich dann noch erfolgreich verhindern können, aber wie gesagt, es war noch nicht weit fortgeschritten, waren vielleicht gerade 3% oder 4% im Fortschritt. Also nichts, wo man Angst vor haben musste, aber wäre den Anfängen. Okidoki, so, nachdem mein Problem mit meinem Industriegebiet hoffentlich jetzt geregelt ist, und ich glaube, ich mir irgendwo so einen kleinen gelben Memo-Zettel hinhängen sollte an dem Monitor. Ändere keine Handelsregeln. Weil ich glaube einfach, dass das dadurch passiert ist. So, mein Enter-Kommando. Da will ich da auch mal schauen. Genau, weil hier gibt es nämlich, für den gibt es nämlich keine Marines. Und habe ja den Tipp bekommen, dass man bei dem Vigor-Syndikat sehr gute Marines bekommt. Das würde ich dann sogar einfach mal testen. Das muss ich mich erstmal noch wieder orientieren. Genau. Ne, das ist zweiter Kontakt. Hier. Ne, das ist. Oh, das ist ja Bündnis der Worte. Hier muss ich hin. Jetzt habe ich natürlich den. So. Gut, das sind irgendwie auch alles nur Rekruten, aber die sollen irgendwie besser sein. Schauen wir mal. So, ich glaube, ich habe ja über. Ich habe ja alle meine Marines verloren, deswegen möchte ich jetzt einzeln auch hier wieder hinzufügen. Denn natürlich möchte ich mich so schnell aus dem Enter-Geschäft nicht verabschieden und noch dazu lernen. Ja, brauche glaube ich gar nicht gucken, auch hier werden keine mehr sein. Die habe ich hier wirklich alle verblasen. So, kostet jetzt natürlich wieder ein bisschen Credits, aber es ist halt so. Ich hoffe mal, dass einfach die Antriebsteile-Situation. So, Sensorbündel werden nachgeliefert. Hüllenteile, gut, sowieso immer. Smart Chips sind noch ein paar da. Antriebsteile kommen jetzt auch ein paar. Okay, gut. Trotzdem werde ich, glaube ich, noch einen sechsten Raum-Dockhändler bauen. Einfach um dann noch flexibel, weil die sind tatsächlich jetzt alle im Einsatz. Okay, doch nicht alle. Okay, dann hole ich vielleicht doch, brauche ich doch keine neuen, weil hier lungern noch zwei rum.
Dann reichen die vielleicht doch. Jawohl, das ist unser neu gebauter Erzschürfer 2 für die Verbundstoffgeschichte. Der will jetzt erstmal ordentlich Erz liefern. Und hier kommt auch nochmal Methan. Ja, und da sind wir ja eh also nicht schlecht aufgestellt hier, auch was mit Graphen und so weiter angeht. Da sollte auch ein großer Erdschürfer reichen. Ja, die Verbundstoffe sind eh voll, aber die dürfen auch frei verkauft werden. Deswegen also ab und zu eventuell, ja, wie gesagt, einen Abruf machen oder vielleicht mache ich es dann halt nicht. Muss ich halt echt schauen. Wenn das so mit diesen 150% so klappt, wie gesagt, das teste ich erst mit der Schiffswerft. So, was mal schön Asteroiden weggerammt. Na, da werden noch ein paar folgen. Der da zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob die dann wirklich weg sind oder ob die dann, wenn ich jetzt quasi mit hier wieder herfliegen würde, an der Stelle, der gleichen Stelle dann doch wieder derselbe ist. Das passt auch soweit. Ich denke mal, jetzt haben wir hier das so halbwegs am Laufen. Auch wenn im Nachgang vielleicht ein großer Komplex unter Umständen besser gewesen wäre, ist jetzt natürlich im Nachhinein immer schwer zu sagen. Ob dem so ist. Hightech-Frachter, warum war der hier? Die Informationen stehen mir ja offen bei den Teladi. Oh, die haben sogar zwei Veteranen als Marinesoldaten. Okay, muss ich vielleicht doch mal schauen. Warum? Ja, der hat mir was verkauft. Warum hat er mir was verkauft? Antimateriewandler. Ja, kann sein, dass ich die... Ja, das stimmt, das hatte ich ja gemacht. Da haben wir noch, genau, das hatte ich ja gemacht, weil ich ja kein Schiff bauen konnte. Kein Erdschürfer. Wobei gut, im Endeffekt hätte ich es auch jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich Geld ausgegeben habe für andere Fraktionen, hätte ich auch einfach die Erdschürfer für die Materiewanderfabrik auch bei einer anderen Fraktion kaufen können. Das wäre jetzt aufs Gleiche im Endeffekt rausgekommen. So, jetzt muss ich aber doch mal wieder gucken.
Hast du denn jetzt hier einen Erzschürfer? Ja. Aber einer reicht wahrscheinlich nicht. Ja, weil hier wahrscheinlich wieder Xenon-Action sind, ne? Ich habe zwar eine Patrouillenflotte hier, aber... ja. Da ist ja immer noch mein Plan, mir so einen Boronenträger zu holen, der jetzt hier 4M Startrampen hat. Und den dann strategisch hier in der Mitte zu platzieren und dann mit dem neuen Sektoren verteidigen, also wo ich dann drei Punkte festlegen kann und ja, Geschwader zuweisen kann, die sich dann dementsprechend hier um dieses Gebiet kümmern. Idealerweise natürlich noch mit dem Versorgungsschiff anbei, dass die Jäger gleich repariert werden können. Das muss ich mal schauen. Also, ihr seht, ich habe eigentlich einen relativ, manche würden sagen, naja, geht so, aber einen relativ guten Geldfluss, aber muss trotzdem, ja, ist trotzdem noch zu wenig eigentlich. Wie sieht es überhaupt aus? So, 331, wie gesagt, bei, was hatte ich gesagt, 400, sagen wir 420 sollte man auf der sicheren Seite sein. So, Waffenkomponenten ist auch auf. Das macht auch keinen Sinn. So. Ja gut, tyrannische Notrationen werden uns von den Fraktionen hier garantiert nicht geliefert. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, 1,7 Millionen, die mir einfach hier abgezogen worden sind. Hier dann auch noch mal. Ja. Ja, aber der andere Antimateriehändler ist halt auf der Flucht. Das ist natürlich das Bescheuerte daran, sodass jetzt natürlich hier keine Waren nachkommen. Ich meine, es sind doch noch ausreichend da, aber jetzt noch einen Kranich bauen. So, der hat genug vom Fliehen. Ich teste einfach mal was. Erreiche System, Dreieinigkeit. Ich sag jetzt für den jetzt hier einfach mal ignorieren. Wobei, ja, ich weiß nicht. Gibt es dann vielleicht Probleme, dass die Drohnen von den Charakteren abgeschossen werden? Ich sag mal nach eigenem Ermessen. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Wie gesagt, kleine Flotte ist unterwegs, die Kark dann einfach mal abfangen können, wenn sie in der Reichweite sind. Nicht, dass er irgendwann hier nichts mehr abbauen kann, weil er dann halt keine Sammeldrohnen mehr hat.
Oder ich muss denen in Zukunft auch ein paar Lasertürme immer mal mitgeben, aber das würde ja bedeuten, da muss ich regelmäßig drauf achten, dass die... Ja gut, jetzt haben wir hier natürlich das nächste Problem. Der geht in der Ekliptik ziemlich weit hoch. Und meine Patrouillenflotte ist halt auf der Ekliptik. Und wenn die Kark hier oben sind, oder die Xenon, oder wer auch immer, dann erkennt ihr die wahrscheinlich nicht. Aber ich kann... Naja. Ich habe gesagt, ich könnte jetzt das auch nochmal verändern, aber klappt jetzt dann doch nicht ganz so effektiv, wie ich gehofft hatte. So, und wenn ich mich recht entsinne, braucht der ja auch nur Silizium. Mich jetzt allerdings so ein bisschen irritiert ist, ich sehe hier überhaupt gar keine Asteroiden zum Abbauen. Also auch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Ich meine, gut, klar, er fliegt noch, aber... Schon etwas merkwürdig. Ja gut, er ist auch noch lange nicht da. Okay. So, aber hier, genau, hier funktioniert die Patrouille jetzt. Hoffe ich mal. Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, das funktioniert auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur dem hier auch mal einen anderen Befehl geben. So. Probieren wir auch mal nach eigenem Ermessen. Mal den Angriff auch noch mal gleich gesehen, sehr schön. Das dann, ja gut, im Endeffekt bräuchte ich wahrscheinlich mehrere Patrouillen. So, jetzt bist du aber hier, ne? Ja, ich sehe irgendwie immer noch keine Asteroiden. Das ist jetzt etwas merkwürdig. Naja, er wird schon wissen, was er macht, hoffe ich zumindest. So, der Transporteur kann sicherlich mal wieder eine Runde Medikamente abholen. Und zwar... hier. Ah, stimmt. Bei der Fabrik bin ich noch gar nicht gewesen.
um die Einstellung nochmal einzustellen. Das muss ich gleich nochmal erledigen. So. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Du stehst direkt neben mir. So, genau. Ich muss jetzt doch gerade überleben. Bin dann doch schon ein bisschen älter. Was wollte ich eigentlich gerade eben machen? Genau hier. Logische Übersicht. So, Energiezellen. So, und... Ja gut, fuck. Ja. Also theoretisch haben wir ja genug... Auch hier. Theoretisch können wir hier ein bisschen Wasser wieder loswerden. Gut, der Rest kann so bleiben. Das passt. So, hier können wir auch schön freie Sojakrütze noch abgreifen. Das glaube ich, werde ich jetzt als nächstes dem Transporteur dann mitgeben. Genau, da brauchen wir noch 4650. Dann haben wir das auch durch. So, er flieht jetzt auf jeden Fall nicht. Er bleibt bei seinem Andockenbefehl. Das wäre super. Denn die Kark werden nicht eben nicht dauerhaft verfolgen. Sondern er setzt seinen Weg unbeirrt vor. Das ist wahrscheinlich echt besser als fliehen. Erreiche System, frommer Nebel. Das Einzige, was jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird, ist, dass ein Reiseantrieb kommen kann. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Aber es ist auf jeden Fall besser, als erstmal kilometerweit wegzufliehen und dann irgendwann erst wieder zurückzukommen. Und dann kommt der nächste Angriff und dann flieht er wieder. Das soll ja abbauen. Wie gesagt, schildtechnisch wollten die Kark, wenn sie nicht gerade Massen sind, eigentlich nichts ausrichten können. Und eventuell muss ich hier nach und nach... Ja, da muss ich jetzt auf jeden Fall tätig werden. Auch hier Einzelanweisung. Okay. Ah, hier kann ich es glaube ich nicht ein. Doch, muss ich ja einstellen können. Geht bei den anderen. Oh ja, wahrscheinlich, weil er jetzt gerade. Oh. Weil er gerade attackiert wird. So, und dann kümmere dich danach gleich daran. Moment, habe ich jetzt die richtigen erwischt? Ja.
Nee, irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas habe ich jetzt den Befehl gegeben, dahin zu fliegen. Dem Enter-Kommando? Nee, dem kann es auch nicht sein. Aber die müssen ja jetzt ihre Marines auf jeden Fall haben. Gleich mal kurz gegenchecken. Nee, tatsächlich. Die sind sogar immer 8 Veteranen dazu gekommen. Okay. Okay, Vigo Syndikat hat also doch ein... Ja, dann auch schönen Dank für diese Auskunft. Dass man da die besseren Marines bekommt. Sehr schön. Ah, jetzt kann ich es ändern. Nach eigenem Ermessen. So. Das muss ich, glaube ich, jetzt regelmäßig mal in Erfahrung bringen. Okay, die Kark kümmern sich lieber hier um die PGS-Station, aber soll mir auch recht sein. Nur dann... Tauschen wir mal den Befehl. Wahrscheinlich sind die dann eh zerstört. Und kümmert euch lieber hier rum. Also ich vermute mal, es gibt wahrscheinlich auch eine interne Priorität, dass Höhlenteile scheinbar immer erstmal Vorrang haben. Aber so von der Sache her dürfte nicht ein einziger Raumdockhändler. Ja, aber hier gammeln ein paar rum. Warum? So, Sensorbündel. Waren die hier? Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Ja. Naja, gut, doch, hier kommt jetzt aber auch einer, der was holt. Gut, die stelle ich aber auch mal auf Selbstversorgung, sicher ist sicher. So. Ja, also wenn das so voll wird, können wir, glaube ich, hier auch die Drohnenbauteile verkaufen. By the way, eine weitere Station habe ich ja auch noch nicht beachtet, aber da ist es, glaube ich, egal. Weil es macht keinen Sinn, dass ich da dann Energiezellen kaufe, die dann eigentlich verkauft werden sollen. Das ist nämlich bei meinem Sonnenkraftwerk in Tarkas Schlucht. Ja, hier wird auch gekauft. Aber hier habe ich jetzt auch so das Gefühl. So, also das. Moment, das muss ich ja jetzt irgendwie mal nachvollziehen können. So, das ist ja jetzt mein kompletter. Ob hier irgendwo. Genau, hier müsste ich das ja sehen. Ob mir irgendwann mal eine Station Geld überweist. Also es sind nur Händler. So, und das sind Ausgaben, genau, das ist ja hier die Marines gekauft, genau. Okay, stimmt. Dann habe ich nicht gedacht, hier müsste ich ja eigentlich sehen, ob mir jetzt, ob eine Station auch Profit aus Handelsbefehlen erhält. Okay, da kann ich dann auch drauf achten.
wenn wir dann bei der Schiffswerft bei den 420 Millionen, hatte ich ja gesagt, um ganz sicher zu gehen sind. Ja gut, das wird noch eine Weile dauern. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Fehler im Denken. Kann aber auch gut passieren, dass es so ist. Na gut, so, wir sind im Industriegebiet wieder angekommen. Baurix Wissen wird hier erstmal ein bisschen regenerieren, ein bisschen Landurlaub genehmigt bekommen. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Seid gespannt, wie es hier weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao.